Ja, liebe Frau Kittler, lassen Sie uns über die Bezirke reden. Das finde ich eine schöne Idee. Lassen Sie uns doch mal über Charlottenburg-Wilmersdorf reden. Wenn Sie hier mit Zahlen operieren, denen Sie vor allem Kraft Ihrer Überzeugung Glauben schenken, dass Sie schon richtig sein müssen und deshalb dann auch richtig sind, sollten wir uns doch mal näher anschauen, wie der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf dort in den letzten Wochen agiert hat. Der Bezirk hat vor, glaube ich, knapp 1,5 Wochen die Öffentlichkeit wissen lassen, dass ein Sanierungsbedarf von ungefähr 350 Millionen Euro an den Schulen des Bezirkes bestünde. Allerdings 3, 4 zentrale Aspekte da noch nicht berücksichtigt seien, weil sie die ja nicht berücksichtigen dürften. Im Ergebnis war das eine Zahl, die darauf hinausläuft, dass jede einzelne Schule, jede, 7,5 Millionen Euro Sanierungsbedarf hat. Ob Sie das für glaubwürdig halten, auch wenn Sie nicht im Wahlkampf sind, dann würde ich Sie Ihre Kenntnisse der einfachen Mathematik dann doch mal hinterfragen wollen. Die Zahlen sollten einem aus dem zweiten Grund noch ein bisschen skeptisch machen. Wem hat der Bezirk diese Zahlen eigentlich mitgeteilt? Ist das einer der drei Bezirke, die Sie hier zitiert haben, die dem Senat zu Ende Juni ihre Zahlen schon gemeldet haben? Nein. Charlottenburg-Wilmersdorf in Gestalt des zuständigen Bezirksamtsmitglied von den Grünen, Herr Schrofenegger, hat diese Zahlen der Presse mitgeteilt, hat sie der Öffentlichkeit mitgeteilt. Der Senatsverwaltung hat er sie nicht mitgeteilt. Warum auch? Weil man kann ja so wunderschön Wahlkampf damit machen. Er hat dann auch noch Aussagen darin getroffen, die nachweislich falsch waren. Wenn man das für seriöse Politik hält, wenn man das für einen Beitrag hält, zur Sanierung der Schulen beizutragen, dann ist das schon ziemlich merkwürdig. Für mich sieht das aus wie ziemlich billiger Wahlkampf mit ziemlich hohen Zahlen auf dem Rücken eines gemeinsamen Zieles. Und ich weiß nicht, wie das in irgendeiner Weise dazu beitragen soll, dass es besser wird. Verraten Sie es mir. Sie haben ja gleich 3 Minuten, mir das zu erklären. Dass Sie solche Zahlen aufgreifen, ist geschenkt. Das macht man so als Opposition. Wenn es Ihnen aber um die Sache ging, dann würden Sie zumindest mal nachrechnen, ob das überhaupt sein kann. Dann noch eine letzte Bemerkung zu der Frage Ihres Betriebes. Nutzen Sie doch mal 1 Minute der 3 Minuten, die Sie gleich haben, und erklären Sie uns doch mal, wie Sie das mit dem Landesbetrieb machen wollen. Sie wissen, dass ein solcher Landesbetrieb, um nicht unter die Schuldenbremse zu fallen, Kapitaldeckung von 50% bräuchte und 80% seiner wirtschaftlichen Tätigkeit staatsfern organisieren müsste. Bei den Zahlen, die im Raum stehen, selbst bei den niedrigeren, das sind immer noch Milliardenbeträge bei der Sanierung und beim Bau. Wo sollen denn dann die 80% nicht vom Staat herkommen? Wer soll das denn machen? Wie stellen Sie sich das denn vor? Weil es ist so ganz hübsch zu sagen, wir haben da einen Plan, aber wir haben den Plan gelesen und wir haben eine Menge Fragen. Beantworten Sie die Fragen doch mal. Das könnte dann vielleicht dazu beitragen, eine echte Lösung zu finden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Obert. Frau Kittler, Sie möchten replizieren, bitte. Ich weiß ja nicht, ob ich es gerade in dem Augenblick weggehört habe, aber ich habe jetzt von Ihnen keinen Plan erkennen können. Ich habe keinen Plan gehört. Aber naja, und was machen Sie? Was machen Sie schon wieder? Die Bezirke schelten. Das ist das Einzige, was Ihnen einfällt. Na, also weiter können Sie nichts, als zu sagen, alle anderen erledigen ihre Aufgaben nicht. Und einen Lösungsvorschlag von Ihnen zu diesem Problem habe ich nicht gehört. Sie hatten eben gerade Redezeiten, hören Sie mir erst mal zu. So, Frau Scheres hat uns mehrfach im Ausschuss erklärt, dass sie sich mit den Bezirken auf eindeutige Kriterien verständigt hat. Sie nickt. Falls Sie das nicht mitbekommen haben, möchte ich es Ihnen dann auch noch mal sagen. So, die Bezirke haben nach diesen Kriterien jetzt zum Teil die bereits gelieferten Zahlen noch mal überarbeitet. Das weiß ich zum Beispiel konkret von Lichtenberg. Damit haben sich die Beträge auch erhöht, weil nämlich einige Kriterien, wie zum Beispiel auch die Barrierefreiheit, vorher überhaupt keine Beachtung fanden. So, dann geht es weiter mit Ihrer Schelte für Bezirke, ohne dass Sie hier mal konkret werden, wer denn da was falsch gemacht haben soll. Sie unterstellen einem Bezirksamt, dass es schlecht arbeitet. Na, schönen Dank auch. So, und das haben wir ja von Ihnen schon mehrfach gehört. Und das hätten Sie mal gestern den Schülerinnen und Schülern, die in Steglitz auf die Straße gegangen sind, erklären sollen,
Na, dann wären Sie aber schön ausgepfiffen worden. Die wissen nämlich, wie das in Ihren Schulen aussieht. Dass der Putz runterfällt, dass Sie einige Räume gar nicht benutzen können und dass Fachunterricht nicht in Fachräumen stattfinden kann. Und wenn Sie den Adventskalender der Elternvertretungen gelesen hätten, dann könnten Sie x Beispiele dafür benennen. Und wo bitte haben Sie rechtzeitig eingegriffen? Ich habe es nicht bemerken können. Und ein Landesbetrieb ist sehr wohl möglich. Und wir können uns gerne mal ernsthaft über dieses Konzept, ja in einer Minute, sonst geht's ja noch, können wir uns ja gerne mal darüber ernsthaft verständigen. Aber ich glaube, dass das ja von Ihnen hier auch wieder bloß eine Show war und Sie das gar nicht wollen. Ich hoffe, in der SPD finden sich andere Kräfte, die das mal ernsthaft mit uns und mit den Grünen diskutieren wollen.